Am 10. September wurde im Sitz des Schweriner Nahverkehrs eine neue Regionalleitung des Unternehmerverbandes Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin gewählt. Auf der Mitgliederversammlung wurde eine Bilanz der Arbeit der vergangenen 3 Jahre gezogen. Für den Präsidenten des Unternehmerverbandes erfüllt die Arbeit des Unternehmerverbandes in den Regionen verschiedene Aufgaben. Der Unternehmerverband lebt auch vom Netzwerken, stellt Kontakte untereinander her, sodass auch Geschäftskontakte dort entstehen können. Das ist eine der zentralen Aufgaben des Verbandes. Im Gesamtverband haben wir bis zu 70 Veranstaltungen in normalen Jahren vor Corona und das ist das, was wir in Zukunft auch wieder anstreben. Die Arbeit der Regionalleitungen ist komplett ehrenamtlich, die Mitglieder der Unternehmen im Verband freiwillig. In den letzten 3 Jahren war die Zahl der Firmen in der Region Schwerin konstant. Auf dutzenden Netzwerktreffen wurden wirtschaftspolitische Fragen vorgetragen und diskutiert.